Ich habe was bemerkt. Seit gestern oder vorgestern? Ich glaube, seit gestern offiziell, 19. Januar, wann auch immer, ist es jetzt in den Early Access rausgekommen. Ich verstehe noch nicht so ganz, was der Hype ist, deswegen will ich das jetzt selber einfach mal ausprobieren. Und zwar hier, zieh dir rein. Auf einmal kommt Palworld. Weißt du, erzähl nicht Nintendo davon, weil deswegen will ich es auch möglichst schnell jetzt ausprobieren, das Game, weil könnte sein, dass Nintendo, wenn sobald die nächste Klage da reinkommt, dann gibt es das Game nicht mehr. Deswegen lass uns das mal ausprobieren. Auf jeden Fall einfach in der Twitch-Kategorie auf Platz 3 und ich dachte mir, hä, was geht ab? Was ist das? Warum spielen das alle? Was ist da los? Guck noch ein bisschen so weiter. Aha, Steam Charge. Wie sieht's auf Steam aus? Counter-Strike ist meistens unangetastet. Und ich so, Palworld fast auch ganz oben. Ich so, hä? What the? Warum? 600.000? Was passiert hier gerade? Guckst du noch so ein bisschen weiter so? Palworld, was ist hier? Wie ist hier so der Seil gestern rausgekommen? Ich hier so, what the, okay. Was zum Teufel? Warum steigt es so? Okay, guck hier noch so. Hier aktuelle Steam-Charts und ich so, was? Was ist das? Was ist dieses Spiel? Warum? Warum ist das so viel höher wie alles andere? Bevor es wieder verschwindet, jetzt muss ich das spielen. Was ist so verrückt? Warum explodiert das gerade durch alle Ränge durch? So, ich habe natürlich, das ist schon alles offen, ist ja klar. Ich würde sagen, wir erstellen einfach mal einen Charakter und eine Welt und gucken dann, was da so kommt. Ich lasse mich komplett überraschen. Die Gauder-Kaverne. Das klingt entweder cool oder als ob es sehr stark stinken würde und man wieder mal sein Zimmer lüften sollte. Komme rein in meine Gauder-Kaverne. Ey, what the? Das ist ja fast komplett nackt. Was ist denn los? Haltet euch mal zurück. So, da haben wir natürlich auch die Hotten Gaming E-Girls. Ist ja klar, kannst du auch machen. Und dann haben wir die etwas... Damn. Die etwas krasseren Hotten Boy E-Boys. Weißt du, was ich meine? Oh ja, sehr gut. Ja. Ich meine, in der Kombination sind ja alle wichtigen Körpereigenschaften vorhanden. Ne? Ist ja klar. Ich bin es, Stone die Tonne. Die Glatzen-Bart-Kombi steht dir wirklich. Gell? So, also für alle, die sich fragen, was wir gerade damit meinen, ich habe die Thumbnail von dem letzten Video vorhin gezeigt. So, Armgröße. Oh, shit. Also kannst du einfach komplett... Okay, gehen wir so ein bisschen mehr Schulter in das Ding rein. Beingröße. Und... Nice! Never skip leg day und so, ich verstehe. Also, oder wir nehmen einfach meine Originalbeine. Ich lege einfach mal los. Weißt du, an was mich das direkt erinnert? Ich glaube, Glatzen sind einfach angsteinjagend. Ohne Witz. Als ich bei uns hier in der Wohnung mal ein Paket gucken wollte, was mein Nachbar das hat, und dann geklingelt habe, so um 21 Uhr abends, war schon dunkel draußen und alles, klingel, die macht die Tür nur so einen Schlitz auf, sieht mich, das war irgendwie so eine jüngere Frau gegenüber, und die waren neu hinzugezogen, die kannten mich noch nicht, machen die Tür einen Schlitz auf, direkt so auf, guckt mich an und ich sehe richtig den Schock in den Augen, so, und macht die Tür noch ein bisschen schmaler zu, dass nur ein Auge rausguckt, hallo? Ich glaube, Glatzen sind nicht unbedingt die zutraulichste Frisur, so, wenn du jemanden zum ersten Mal siehst. Ich weiß aber auch nicht, ob ich besonders schlecht gelaunt ausgesehen habe, also das könnte natürlich auch sein. Sammle herabgefallene Äste. Kann ich auch so ein... Ich meine, das sieht süß aus, kann ich das schlagen? Wilde Pals sind gefährlich... Wow! Hat es sich selbst an mir wehgetan? Guck dir dieses Sixpack an! Nichts kommt dran vorbei! Probier's. Komm. Ja? Ich meine, ich glaube, das hört jetzt nicht mehr auf, mich anzugreifen, oder? Es tut mir leid! Es tut mir leid! Aber es ist nicht meine Schuld! Es ist nicht meine Schuld! Lerne ein paar christliche Werte, okay? Vergebe deinem Nächsten oder so. Das heißt, wenn ich dich boxe, darfst du nichts machen. Kein Problem, Leute. Es lebt noch. Macht euch keine Sorgen. Kann ich... Ich meine... Oh, shit. Ich wollte nur testen, ob's geht! Oh shit, macht die viel Schaden! Flucht! Oh fuck! Level 24! Freundschaft! Ich hab nicht gewusst! Ich wusste nicht, dass man... Oh Gott, da sind so viele! Entschuldigung! Ich wollte wirklich nur gucken, ob's geht.
Ich habe mich kurz mächtig gefühlt. Okay, hier finden sie mich nicht. Kann ich? Okay. Dumm. Warte, da rechts steht Sphäre werfen. Q. Oh fuck, ich hab keinen. B, bauen. Oh shit, ich wollte eigentlich gar nicht bauen. Warte, stornieren. Sind sie weg? Hab ich's geschafft? Ihr seid alle so dumm! Ich bin der Beste! Ich wollte nur gucken, ob's geht. Entschuldigen Sie, der Herr. Sie haben ein Auto gestohlen und sind das in die Ladenfront reingefahren. Und dabei sind 3 Erwachsene, 2 Kinder und 5 Haustiere umgekommen. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Ich weiß auch nicht. Ich bin zum Auto hin, hab F gedrückt und wollte gucken, ob's geht. Öffne im Menü den Technologiebildschirm, schalte PAL-Sphäre frei. Menü, Technologien, PAL-Sphäre. Okay. So stelle ich mir das immer in Survival Games vor. Also es scheint irgendwie so ein Survival Game Mix zu sein, oder was? Survival Game Mix mit Pokémon? Bitch! Ich schwäche mal ordentlich. So. Nice. Chickpea. Extrem schwach und extrem lecker. Gehört zusammen mit Lamball zu den schwächsten Pals. Egal. Hallo, die haben auch Gefühle. Chickpea, Pal im Lager. Okay. Oh ja, ist es jetzt mein Haustier quasi oder was? Anheben. Oh, damn. Oh Gott, ich guck direkt in den Schritt rein. Wie werfe ich das jetzt? Ins Team holen, okay. Streicheln. Guck mal, wie süß! Oh mein Gott! Leicht verletzt? Warum bist du leicht verletzt? Was ist passiert? Willst du... Hier, mein Fleisch vergammelt fast. Oh, Lamballfleisch. Kann ich von der Ziege da einfach das füttern? Hat Lamballfleisch gegessen. Warte, kann ich ihre eigenen Artgenossen an sie verfüttern? Wenn du ein Level aufsteigst, öffne mit Tab dein Inventar, versuche deinen Status zu verbessern. Status. Werte erhöhen, okay. Ich mache einfach erstmal Lebenspunkte. Sobald wir die Spitzhacke und die Axt und so weiter haben, dann haben wir zumindest die Sachen, mit denen wir ein bisschen schneller arbeiten können. Lass mich mal kurz gucken, ob die da oben immer noch sauer auf mich sind. So, Bitch. Komm mal ran auf den Meter. Oh shit, hat er viel Leben. Muss wieder flüchten. Oh Gott. Es war ein Fehler, ich weiß nicht, wie man eine Waffe wegsteckt. Kann man dann schneller laufen oder so? Was ist E? E blinkt da die ganze Zeit links unten. Chill. Okay, ich hab auf jeden Fall die Frau gekillt. Das ist gut. Oh, das sieht aus wie ein anderes Material. Oh Gott, 3 Wachen. Oh, Erz. Oh Gott. Oh Gott, was ist denn das? Gibt's Fallschaden? Nee, gibt's nicht. Oh, ich ist nicht. Wow. Ich höre nur die Gewehre an. Nein, ich hänge fest. Oh Gott, warum kann ich da nicht vorbeilaufen? Ich höre hinterher nur... Jesus Christ. Okay. Es war nur ein Scherz. Ich wollte nur was ausprobieren. Ich schwöre. Ich wollte nur den Damage meiner Axt ausprobieren. Ich bin nur hier, um ein paar Tiere zu versklaven. Ich will eigentlich... nichts mit... Obwohl, ich wollte eigentlich einen Pokéball auf die... Niemand findet mich im Loch. Ah! Nein! Da hat mich getroffen. Geh weg! Oh, was ist das? Nein. Feuchtes Jumbo-Ei. Das ist irgendwie geil. Ich schaffe es nicht. Oh Gott, hier ist Wasser. Ich muss hier raus. Warte, hoffentlich gibt es hier keine Strömung. Hoffentlich kann ich einfach durchlaufen. Oh, warte. Kann ich jetzt einfach mich verpissen? Ja! Ihr Loser! Nein. Ich habe nichts gemacht. Okay, ihr dürft ja jetzt eigentlich gar nicht mehr wissen, dass ich hier bin, ne? Ich habe mich kilometerweit wegteleportiert. Oh, rechts oben steht Wanted. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Tätlicher Angriff mal 2. Oh, okay. Ach, fuck, da ist er wieder. Okay, ich glaube, ich muss mich echt töten lassen. Kann ich mit euch sprechen? Kann ich meine Strafe bezahlen? Stop right there, Criminal Scum und so.
Nein. Ja, ich meine, wenn ich schon tot bin, dann lass uns doch gleich mal woanders einsteigen. Einfach um zu gucken, wie die anderen Sachen aussehen. Eiswindinsel klingt ziemlich cool. Ich gehe einfach mal hier hin. Ist bestimmt kein Fehler. Habe ich noch meine Ausrüstung? Ah, fuck. Okay, habe ich nicht. Oh ja, das sieht gut aus. Und ein riesiger Baum. Hm. Oh Gott, ich sehe gar nichts mehr. Oh Gott, ja, deswegen heißt es wohl Eiswindinsel. Alles klar. Warte. Oh, warte, hier ist ein Schnellreise. Lass kurz den Schnellreisepunkt freischalten, weil dann haben wir gleich für die Zukunft, wenn ich hier nochmal zu Gast bin oder so. Oh, hier sind andere Pals. Thea Fand. Warte. Oh Gott, bitte stirb nicht zu früh. Oh Gott, ich sehe gar nichts. Warum geht das nicht? Oder muss ich dafür wieder sterben, um da hinzukommen? Paldex. Oh, guck mal, wie süß. Ah, okay, sogar eine Spawnkarte. Oh, ein... Ich kenne meine 150 Pokémon. Vulpix, das ist es. Nee, das war Plusle Funfy. War das Funfy? Ah ja, genau. Es ist eine Mischung aus Funfy und Plusle und... war das Minusle oder so? Minun? Ja. Der Elefant und Minun und das in Kombination ergibt dann das hier. Oh, ein Evoli. Ein Gremis. Nice. Ich habe ja nicht mal Holz. Was soll ich machen? Oh mein Gott, was habe ich getan? Töte mich. Ich will nicht mehr leben. Komm, gib dir Mühe. Tu es. Ich opfere mich freiwillig. Oh mein Gott, bitte. Ah, noch einmal. Ich hätte keine Punkte am Anfang in Lebenspunkte setzen sollen, glaube ich. Tu es. Noch einmal, tu es. Ich habe es nicht verdient. Meine Verbrechen an den Pals waren einfach zu schlimm. Ich muss... Oh Gott, ich bin unabsichtlich ausgewichen. Ah! Setze in den Pal, in den Lager-Pal-Slot in deiner Palbox und helfe dir im Lager bei Aufgaben, die sie verrichten können. Ach, die haben sogar Skills? Stürzt sich todesmutig auf den Gegner und hackt mit dem Schnabel auf diesen ein. Warte, Pyromane, Feuerangriffsschaden. Oh, ich kann sogar Namen verteilen. Möchte jemand ein Huhn sein? So, gegrillte Beere. Oh, okay. Alles klar. Also das lassen wir dann laufen. Pals, die kein Bett haben, bekommen schlechte Laune. Steht da. Okay, alles klar. Bauen wir gleich mal ein kleines Bettchen. Dann kann mein süßes Nebuka schlafen. 17 Sekunden. Guck mal, was für einen Aufwand wir betreiben, damit du einen schönen Schlafplatz bekommst. Ich investiere ganze 18 Sekunden in dich. Baue Holztruhe, setze Palverarbeiten im Lager ein. Da steht zwar Häkchen, aber... Okay, Lagerverbesserung. Baue mieses Bett. Okay. Warte, ist das hier... Ach jo! Die Pals, die kriegen hier ein wunderschönes Bett und ich muss mir ein mieses Bett bauen. Muss auf einem überdachten Fundament gebaut werden. Oh, okay. So, und jetzt stand da, ich kann wieder mein Lager verbessern. Baue ein mieses Bett. Palstrohbett 3, baue ein Futtertroge, alles klar. Er schlägt mit bloßen, nackten Fäusten Felsen zu Brei. Bäume reißt er problemlos mit bloßen Händen heraus. Er läuft draußen rum mit knapper Bekleidung seiner Hüfte rum, aber braucht ein Dach über dem Kopf. Gell? Genau das ist es. Tut einer auf Badass. Ich meine, guck dir an, was für ein Badass er ist. Der hat einfach eine Glatze, ne? Und dann macht er Probleme bei sowas. Ein Hokrates? War das nicht dieser eine Philosoph? Warte, ich habe keine Ausdauer mehr. Verschone mich! Verschone mich! Okay, ich kann weitergehen. Was? Nur 60%? Jesus. Jo, verschwendet! Senke die Lebensbau. Okay, vielleicht war er Level 5 ist oder so? Ja. Oh mein Gott, ich habe eins in die Leere. 73, auch gar nicht so hoch. Ich glaube, weil er Level 5 ist. Bleib drin! Ja! Ja! Denkt oft an Palapagos in der Nacht und wird dann um den Schlaf gebracht. Typische Philosophenantwort. Warte, da links steht, ich soll E drücken. Das blinkt schon die ganze Zeit. Oh, das ist jetzt mein Pokémon? Mein Pal? Wenn dieser Pal im Team ist, wird der Angriff von Pals des Typs Schatten erhöht. Oha. Das hat ein richtiges System. Oh Gott. Ja, ich habe schon gehört, dass sich viele Leute über das Game hier jetzt lustig... Also, was heißt viele Leute? Das ist erst seit einem Tag draußen. Dass sich viele Leute darüber lustig gemacht haben, aber in Wahrheit ist es halt geiler, als man denkt. Da ist mehr System dahinter, als man... Oh! Und
warte. Ist das ein Pokédex? Paldex? Du hast die Aufzeichnung eines anderen Abenteurers gefunden. Was? Ist es so wie in Dark Souls oder was? So diese Blutflecken? Kann man... die Geräusche von... Was ist das Ding? Ich kann mehr Zeug freischalten. Oh, Futtertrog, das brauchen wir für die Quest. Sieht lecker aus. Stoffkleidung, neue Rüstung, nice. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, das Letzte, an was mich das hier erinnert, an Cult of the Lamp, ich habe Cult of the Lamp absolut kaputt gezockt. Goldmünze, Brot, megaschwere. Sag mir nicht, dass es auch so Ultrabälle, Superbälle und so gibt. Das hat bestimmt eine höhere Fangchance, oder? Ein Hilfsmittel, mit dem sich Pals fangen lassen, die verbesserte Wirksamkeit macht den Fang von einer größeren Auswahl von Pals. Ja, also das ist ein Megaball, alles klar. Nice. Ich habe Cult of the Lamp geliebt. Das Cult of the Lamb, auch so Strategie, beziehungsweise so Dorfverwaltung quasi, gemischt mit Survival und so. Survival, gemischt mit Roguelite. Und das fand ich sehr nice. Ich mag diesen süßen Twist immer an Games, deswegen wollte ich das einfach mal ausprobieren. Finde ich gut. Ich muss noch diese, oh, guck mal, was da hinten schwebt. Sind es nicht diese komischen, wie sind die, Troll irgendwas? Diese Trollfiguren, kennt ihr den noch? Ne, da, das hier. Daran hat mich das hier gerade erinnert. Wo ist es hin? Ah, da. Bloß halt mit heruntergelassen haben. Okay, das ist Level 7. Das sieht cool aus, das will ich haben. Ich will dich haben! Komm her! Pal! Hilf mir, Pal! Oh, er greift mit an. Nice, nice, nice. Okay. Warte. Oh ja, Teamwork, Baby. Sieht cool aus. Warte, nicht töten, nicht töten. Okay. Ich mach nicht so viel Schaden, wie ich dachte. Okay. Oh, was ist das? Bleib du bloß weg. Oh, mit diesen komischen... Das sah aus, als ob es viel Schaden macht. Kann mein eigener Pal mir eigentlich Schaden... Oh Gott, ich bin billig. Oh Gott, mein Pal, meine Eule... Ah, nein! Meine Eule ist fast tot. Wow. Oh Gott, nur 57%. Komm schon. Ein bisschen Glück. Oh. Nein! Oh! Nein! Kann ich es fangen, wenn es tot ist? Fuck. Etwas Aufrichtiges pulsiert in meinen Eiern. Lege es zum Brüten in den Brutkasten. Okay. Wollen wir erstmal. Level 35, das dicke Vieh. Damn. Ah, Mann, ich wollte es echt nicht töten. Kann ich das aufheben? Kann ich das irgendwie als Deko in mein Lager mitnehmen oder irgendwie sowas? Guck mal, das hat so schöne Haare. Ich will es irgendwo so, weißt du, an der Schnur an den Baum hängen oder so. die Augen ein. diese Spirale in den Augen. Ja, bist du nicht ein Feiner? Auch wenn es fühlt sich ein bisschen an, als ob ich meinen Opa streicheln würde. Das ist schon ein bisschen komisch. Ja. So. Kannst du bitte hier, kann ich ihm sagen, dass er das hier craften soll? Hier. Ich meine, wenn ich denn jetzt hier so ein Premium-Zeug hinstelle, dann müssen die mich ja mögen und dann anfangen für mich zu arbeiten, oder? Boah, Alter, das sieht aber richtig nice aus. Ist wieder Zeit, dass ich ein bisschen Obst kaufe. Baue einen Beerengarten, setze einen Palverarbeiten im Lager ein. Es gibt eine Viehfarm. Ein Farm für Schafe, Hühner, ähnliche Pals, weise der Farm geeignete Pals zu und sie werden automatisch Gegenstände produzieren. Sie werden automatisch Gegenstände. Ach so, aber wahrscheinlich, weil es eine Farm ist, irgendwie Eier und sowas, oder? Benötigt Pals, die Aussaat, Bewässerung und Sammeln beherrschen. Ach, deine Pals, die haben auch Fähigkeiten. Ach, das heißt, wenn ich irgendwelche Pals habe, die nicht in der Lage sind, halt zum Beispiel einfach zu bauen oder so. Deswegen haben sie mir bisher auch nicht geholfen, kann das sein? Ach, da steht's! Das heißt, der kann mir helfen, Zeug zu sammeln und auf der Farm zu arbeiten. Also auf der Farm arbeiten, wahrscheinlich halt einfach Eier legen. Ach so, kein Wunder. Und der kann die Eule... Ach, die Eule kann mir nur helfen zu sammeln. Du bist einfach nutzlos. Das ist das Problem. Okay, alles klar. Ja, jetzt... Okay, ja, deswegen. Ich habe einfach nutzlose Viecher mir geholt. Deswegen hat mir jetzt hier nichts geholfen, da ein bisschen rumzubauen. Kann ich die Box... Ja. Ne, ich habe mein eigenes Möbelstück gebaut. Also man kann die Pals nicht aufwecken durch... das ist quasi das Pendant dazu, wenn deine Mutter mit dem Staubsauger an deine Zimmertür kommt. Die maximal unangenehmste Art und Weise aufzuwachen. Vielleicht sollte ich mich auch nicht wundern, dass mir ein Huhn nicht helfen kann, Zeug zu bauen, weil ein Huhn literally keine Arme hat. Die einzigen Viecher, die ich habe, haben einfach beide... Nur Flügel und keine Arme. Vielleicht ist auch einfach das Problem.
Ich brauche Lammbalz, dann brauche ich ein Gehege und da kriege ich dann die Wolle her und dann kann ich mir einen Stoffanzug machen. Guck, wie süß ihr seid. Du darfst entscheiden, möchtest du scharf oder spitz? Hm? Ja! Okay, warte, chill. Okay, die sind leicht zu fangen, das ist gut. Mehr Muskeln als Verstand habe ich gerade eben bekommen. Sehr gut. Willst du mir etwa damit sagen, dass ich dumm bin? Handwerk, ah ja, Handwerk. Okay, alles klar, das heißt, die Geräusche einfach. Oh mein Gott, das tut mir schon fast... Oh, ja. Ihr kriegt scharf. Ja. Stehen bleiben! Oh, ihm ist schwindelig, oh, wie süß! Her! Du bist so süß! Okay, bumm. Ach, guck mal, ich kann die ja sogar einfach rausholen, ne? Hier so. Ja. Warte, da unten steht, halte F gedrückt für flauschiger Schild. The fuck? Nein. Hier kommen die Tränen! Das ist flau... Ist das wirklich ein Schild? Guck mal, da unten ist ein Schild. Ist das ein Schildskill? Kann ich mit denen einfach Angriffe blocken? Wer hat sich das ausgedacht? Ihr verdammten Tierquäler! Probier's doch. Ah, tatsächlich, mein Lambert hat es abgefangen, den Schlag, ne? Der nimmt es in die Hand? Unter Tränen? Und wenn ich abbrechen drück? Einfach. Ich bin fertig mit dir. Ich hab wegen dir meine Spitzhacke kaputt gemacht! So, stopp. So, Nummer 4 war das, ne? Gut, und jetzt wollen wir noch Nummer 5. Haben wir noch. Okay, noch ein Schlag. Stopp. Nimm deine Ausrüstung und deine Pals, mach dich bereit, besiege den Boss im Turm des Rain-Syndikats. Du meinst Team Rocket? Oh, hier ist noch irgendwie so ein komisches Dingens. Lifmo-Statuette. Statue der Kraft. Bringe hier Opfer dar, um dich und deine Pals stärker zu machen. Ah, okay, cool. Soll ich einfach hier neben dem Wilderer-Patrouille-Überfall? Bitte was? Die sind ja da ganz hinten irgendwo. Kann ich mir kurz einen Steinspeer machen? Los, Lambal! Oh, chill. Ein Speer, Baby! Tja. Werd ihr mal lieber nicht hier bei mir. Guck mal, sogar mein Hühnchen kämpft. Oh, sogar meine Pokémon haben den hier erledigt. Pals. Eines Tages gewöhne ich mich dran, das nicht so zu sagen. Am Ende wird noch Nintendo mich verklagen und dann hier meinen Channel einfach runternehmen. So. Du hast viel zu oft diesen Vergleich gemacht. Das ist nicht in Ordnung. Du repräsentierst unser Produkt falsch. Oh, guck mal. Sehr gut. Dich werde ich nicht essen. Guck mal, wie zufrieden es aussieht, mir hier zu helfen mit meinem Garten. Es ist froh, einen Job zu haben. Lambald streichelt. Nee. Ich will nicht streicheln, weil sonst. Emotes? Tanzen? Wow! Okay, auf der Glatze. Alles. Okay, ja, gut. Hinsetzen, Stuhl, auch wenn kein Stuhl da ist, oder? Die sogenannte Pferdehaltung. Sehr, sehr gut für die Beine. Guck, wie glücklich der. Ach so, genau, warte. Damit. Ach, guck mal, kein Wunder, dass sie nicht arbeiten. Ich muss dich hier noch zuteilen, ne? So. Jawohl, jetzt, guck mal, da fangen sie sofort an, Zeug zu holen. Oh, und ich habe jetzt wieder das eine Zwischenziel erreicht. Sehr gut, das heißt, wir können Lager... Baue eine Statue der Kraft, baue eine Pal-Ausrüstung. Pals können auch Ausrüstung tragen? Da, fuck. Hier ist eine Statue der Kraft. Stein und Palladium-Bruchstücke und Stein, okay. Ah, und links oben sieht man auch, ich habe Level 6 und meine Pals kriegen gerade +4 Erfahrungspunkte, +6 Erfahrungspunkte, wenn sie Zeug sammeln und so. Ey, das ist ja cool. Da können die leveln durch Arbeiten. Genau so muss es sein. Ach, guck mal, wie sie sich auf die Arbeit stürzen. Perfekt. Guck mal, wie froh sie sind, für eine Handvoll Beeren zu arbeiten. Wünscht sich das nicht jeder Arbeitgeber? Perfekt. So, erhalten. Ja, das sieht sogar ziemlich gut aus. Okay. Damn. Es passt zu meiner Glatze. Komm mal ran auf den Meter. Ich habe jetzt eine richtige Waffe. Ah! Ja. Stopp. Ja. So. Malka, halt dich zurück. Du rastest wieder aus, Malka. Oh, Kativa ist Angsthase und Isolierung ist sehr hoch.
Angriff minus 10%. Isolierung. Ah, und was kann... Ah, Bergbau. Hier ist Bergbau dabei. Sehr gut. Sammeln, Handwerk, Transport. Aha, okay. Aber wir haben noch niemanden, der sich um das Feld kümmert. Malka hat mehr Muskeln als Verstand. Angriff plus 30%, aber Arbeitstempo mit minus 50%. Das, warte, das heißt, Malka, der sich am meisten einsetzt, hat aber beim Arbeiten hat gleichzeitig minus 50% Arbeitstempo. Malka, da müssen wir was machen. Ich mache jetzt noch die aktuellen Aufträge fertig. Und wenn die aktuellen Aufträge fertig sind, dann nehme ich die stärksten von euch mit und dann rennen wir mal zu diesem Turm und hoffen einfach mal, dass die dann nicht alle Level 20 sind oder sowas. Eigene Fähigkeiten verbessern. The fuck? Fanggeschick. Opfere Statuen, um Fanggeschick zu erhöhen. Ah. Okay. Cool. Und du kannst in der Welt rumlaufen und die einsammeln und damit deine allgemeinen Skills steigern. Praktisch. Okay. Pals verstärken. Was können wir da machen? Können wir Malka verstärken. Opfere Pal Seelen. Wie kriege ich denn Pal Seelen? Ah, und da kann ich sagen, warte, Malka nehmen wir auf jeden Fall mit, weil er hat mehr Muskeln als Verstand. Und wenn er mehr Muskeln hat, dann geben wir ihm mehr Angriffspunkte. Erhöhen, okay. Ich verbrauche jetzt die Seele eines anderen Tieres, um Malka zu pushen. Malka, ich hoffe, du bist glücklich. Da. Gumos. Gumos. Wer möchte ein Gumos sein? Ja. Ich nehme an, das wird nicht so beliebt sein. Ey, keine, ne? Also, wir dissen hier keine Gumosse, aber... Handwerksmeister! Oh, damn. Nice. Plus 50% Arbeitstempo. Aussaat! Ja, der kann sich um mein Feld kümmern. Perfekt. Genau so einen habe ich noch gesucht. Yes. Sehr gut. Wenn dieser Pal im Team ist, wird dein Schaden beim Holzfällen erhöht. Ah, ey, also es ist eigentlich ein richtiges System hier. So, was die können im Lager, wie sie dir aushelfen können, was sie hier machen können, dann kannst du Lager bauen, wie in einem Strategie-Game. Ich dachte, ehrlich gesagt, dachte ich, das wäre einfach nur ein Trash-Game. Ne? Und wir fangen einfach an, das zu spielen und dann so, ja, alles klar, komm. Aber eigentlich hat es sogar ziemlich viele in sich verankerte Systeme. Stopp! Will ich haben! Einen Moment, ich habe keine Aussage. Malka, yeses Gott, ey, 280 Schaden mit deiner Lammrolle. Halt dich mal zurück, du hast mir fast meinen Vulpix getötet. Foxparks Geschirr benötigt. Kann mit Pal-Ausrüstungswerkbank... Das ist bestimmt zum Reiten. Oh mein Gott, man kann auf Füchsen reiten. Alles klar, alles klar. Das heißt, lass mich kurz ein bisschen weiter zu diesem Turm da reisen. Ich weiß nicht, ob der Boss, den wir gerade holen sollen, in dem Turm oder ich schätze mal da in dem Turm da hinten. Oha, oha. Malka, halt dich jetzt zurück. Du machst ziemlich viel Damage, okay? Bumm! Wo ist die Lebensleiste? Oh Gott, so weit oben. Kann ich auch... Oh Gott, schießen Laser. Oh. Ah! Oh Gott, ist der Damage hoch. Malka! Lauf, Malka! Warte, Malka, zurück. Oh Gott. Ich muss mich verpissen. Oh Gott, schieß nicht den Laser. Wir haben... Oh Gott. Das war ein Fehler. Oh mein Gott. Oh mein Gott, chill. Oh mein... Ja. Oh mein Gott, nein! Bitch, Allah. Das war... Okay, Level 11 vielleicht noch nicht. Marmorrest. Alter, ich habe noch gar nicht gesehen, dass es eine Boss-Lebensleiste oben gibt. 4000 Leben. Holy shit, Alter. Guck dir diesen Tank an. Respekt. Unaufhaltsame Naturgewalt. Oh shit. Was für eine Maschine, Maschallah. Nee, nicht flüchten, nicht flüchten. Ich muss euch noch fangen. Ich muss euch als Mitarbeiter rekrutieren. Guck dir diesen Loser an. Wow, 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 wow. Okay, das war ziemlich cool. Ich werde nicht lügen. Malka! Frisch das! Erstmal schön Malka zum Blocken benutzt. Hat exzellent funktioniert. Okay, los! Oh fuck, wo hab ich den Ball hingeworfen? Oh, 63% nur. Ah, shit. Okay, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Malka, töte es nicht, Malka. Wir wollen es fangen. Jetzt. Der hat so wenig Leben gehabt und immer noch nur 70%? Damn. Ich muss meine Fangwahrscheinlichkeit steigern.
Pengullet Panzerfaust. Auf Befehl wirst du mit einer Panzerfaust ausgerüstet, die Pengullet als Munition verschießt. Bitte was? Beim Aufschlag explodiert Pengullet und wird kampfunfähig. Was? Was? Okay, I guess. Also ich kann Pengullets in eine Bazooka reinladen und schießen, mit dem ich sie explodiert. Ja, alles klar. Oh, guck mal! Fähigkeiten. Ich habe das eine Viech vorhin gefangen, das Aussaat machen kann und Pengullet kann Bewässerung machen. Dann habe ich schon zwei Leute, die dann mein einmal immer wieder hier in dem Bärenbeet da alles aussehen. Geil. Weil ich so ein guter Chef bin, ich baue denen das heimlich in der Nacht und wenn sie morgens aufstehen, können sie mit neuer Motivation anfangen, arbeiten zu gehen. So machen wir das. Guck dir an, der kotzt die Samen raus. Hammer. Oh, das geht wirklich schnell nach oben. Ich habe voll ewig gebraucht. Warte, und jetzt müsste der Pinguin hier zum Gießen kommen, oder? Na, guck mal hier, mit der Aquaknarre. Also, wie auch immer es hier heißt. Ey, das ist eigentlich voll geil. Ich wollte eigentlich mich die ganze Zeit nur über das Game lustig machen, aber irgendwie ist es geil. Vielleicht hier diesen Gebirgspfad ein bisschen entlang? Ah, und oben auf dem Kompass sehe ich auch den Marker für den Turm. Verstehe, verstehe. Oh, und ich sehe 215 Meter den nächsten Schnellreisepunkt. Hier ist auch eine schöne große Fläche für eine Base oder sowas. Ah, die Evolis! Guck mal, wie süß! Ah, ja. Malka, halt dich zurück! Malka! Ja. Jawohl, Malka! Sehr gut! Du hast genau so viel Schaden gemacht, dass es noch einen Lebenspunkt hatte. Los, Malka! Fang den Affen! Stopp, stopp, Malka, Malka! Nice, nice. Gut gemacht, Malka. Komm, 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 komm. Yes. Noch einmal. Yes. Gut gemacht, Malka. Wir haben einen Affen. Was ist das für ein Ass, Alter? Damn! Ich wette mit dir, du kannst bei denen Beeren vom Rücken pflücken. Ich wette, du kannst Beeren vom Rücken... Okay, Malka, los! Das ist ja wie Dark Souls. Bumm. Ah! Ich dachte, die Attack muss ich erst aufladen. Malka, komm mal ran! Oh, shit. Was, das hat mir noch Schaden gemacht? Shit. Gibt's Iframes? Oh Gott, ich brauche Hilfe. Malka! Ich muss ihn kurz reinwerfen, damit es abgelenkt ist. Malka! Gut, Malka! Ich probier's nochmal! Fuck. Tu was, Malka! Ja. Ah! Nein! Oh mein Gott, ich hab's! Vielleicht bleibt's drin, vielleicht bleibt's drin, vielleicht bleibt's drin. Krieg ich's dann noch, wenn's drin bleibt? Ich hab's gefangen! Manchmal wirft es rote Beeren von seinem Rücken ab. Ah, da! Fangbonus, rechts unten. 1 von 10. Das heißt, ich müsste es haben. Mach ich mal hier in mein... Ah, hier ist es! Level 11, Baby. Komm ich da rüber? Ah, warte. Oh, was ist das für ein Ei? Guck dir meine Eier an. Düsteres Jumbo-Ei. Oh, nein. Oh Gott. Wie weit kann man springen? Fuck. Meint ihr, das geht? Meint ihr, ich kann springen und mich an die Wand heften? Was ist das hier? Wassertechnik-Frucht-Säureschauer. Nein! Du kannst TMs finden? Du hast eine Technikfrucht, du kannst sie benutzen, um Pals neue Fähigkeiten beizubringen. Ist ja witzig. Wassertechnik. Oha! Guck dir die Wurst an! Es ist Frost und Drache. Oh, Level 11 ist schon krank, ne? Also ich hol mir erstmal lieber nur einen. Aber es ist so süß. Wilma, glaubst du, wir schaffen das? Los, Wilma! Ja, Wilma! Schrotflinte! Der Angriff von Wilma ist gegen Chillet effektiv! Ah! Eines Tages brauche ich noch.
Oh mein Gott, ich mach keinen Schaden. Wilma! Ja, Wilma! Lass dich nicht unterkriegen! Meine Rüstung ist beschädigt. Ah, Bitch! Alter, die greifen so schnell an! Wilma! Ich will nicht wieder sterben! Wilma ist tot! Los! Glückspals sind seltene. Nein! Die haben auch noch Shinies! Glückspals sind seltene Pals, die in der Wildnis zu finden sind. Sie zeichnen sich durch ihren hellen Schein und ihre relative Größe aus. Oft besitzen sie besondere Passiv- und Aktivfähigkeiten. Die haben einfach. Oh, Subspezies. Bei einigen Pals können Subspezies beobachtet werden, die sich an ihre Umgebung angepasst und ein anderes Aussehen entwickelt haben. Subspezies haben anderen Elementartyp als die Hauptspezies und etwas höhere Werte. Ah, ja. Auch durch bestimmte Zuchtkombinationen können Subspezies. Die haben sogar ein Breeding-System? Alles klar. Die haben Shinies, die haben ein Breeding-System. Entschuldigung? Pal-Entsafter? Möchte jemand von euch entsaftet werden? Du kannst den Rang eines Pals mit Hilfe eines Pal-Entsafters erhöhen, indem du eine große Anzahl an Pals derselben Spezies zu Konzentrat verarbeitest. Warte. Du schmeißt die einfach in eine Saftpresse rein quasi, oder was? Oh mein Gott. Geil. Das heißt, alle Leute, die nicht anständig arbeiten in unserem Lager, kommen in den Entsafter. So wird's gemacht. So. Dann holen wir uns hier noch einen Reisepunkt. Wunderbar. Und hier so... Oh, Level 11. Hier sind noch Wilderer mit Level 5. Die Melpakas, ja. Level 11 ist noch ein bisschen zu hardcore. Was für ein Level haben die hier? Ist das ein Dungeon? Hat das Game auch Dungeons? Am Bosskampf teilnehmen. Soll ich? Aha, okay. Ich meine, meine Rüstung ist voll am Arsch. Ich glaube nicht, dass es gut ausgeht. Oh, ich krieg sogar eine Cutscene. Okay. Damn, Bosskämpfe, Cutscenes? Ist es eine Pal-Trainerin? Nein! Oh nein! Es ist wirklich ein Pokémon-Kampf! Was? Hey. Jawohl, was ist das für ein Intro? Okay. Was geht ab, ey? Okay, alles klar. Los, Malka! Oh, shit, roll. Oh, bitte. Oh, mein Gott, der Damage. Was geht ab? Was? 30.000 Leben? Oh Gott, ich muss hinter eine Säule. Ah. Malka, du schaffst das. Los. Alter, warum ist das so geil? Warum? Oh fuck, ich bin gelähmt! Oh Gott, das wird nix. Oh Gott, das wird... Malka, los! Nicht die Säule! Ich brauch Pfeil und Bogen und dann hacken wir die Säule. Oh mein Gott, was war das für eine Elektroexplosion? Oh Gott, ich glaube, das wird nix. Pieps, pieps. Malka, los! Er macht wieder irgendeine Aufladeattacke. Oh mein Gott, was war das? Scheiße, was war das denn? Okay, ich glaube, wir sind noch nicht ready. Das ist ein bisschen zu heftig. Also den Bossfight machen wir mal noch nicht. Aber wir merken uns, die haben da... Oh, da ist eine Höhle. Meine Rüstung ist beschädigt. Oh, die ist ja wirklich komplett beschädigt. Wir müssen sowieso gleich ins Lager unsere ganze Ausrüstung refreshen und alles. Lass mich kurz die Höhle auschecken. Verschwindet? Nein. Level 13 Boss. Okay, warte, lass mich ganz kurz gucken. Dungeon. Die haben nicht nur Bosskämpfe, die haben auch Dungeons? Jetzt verstehe ich, warum das Game so gehypt ist. Oh, what the fuck? Los, Malka. Oh. Tu es, Malka! Warte, ich muss kurz meine Waffe wechseln.
Ja, Malka! Töte sie alle! Dein Arbeitgeber befiehlt dir, die Rookies zu töten. Oh, warte, den kriege ich sogar klein. Vielleicht können wir ein Level abfarmen hier drin. Nice. Los, Malka! Gute Arbeit, Malka. Guter Angriff. Yes, jawohl. Level 10. Ja, ja. Jawohl, Level abfarmen. Geil. Komm her. Bitch. Alter, Pokémon sind voll praktisch. Was ist das hier? Das sieht aus wie irgendwie... wie Schwefel oder so. Es ist Schwefel. Okay, alles klar. Es ist gelb, es ist Schwefel. Stand in the fire, DPS higher. Oh, jetzt kann ich mir so eins holen. Also wenn ich nicht sterbe. Okay, bist du bereit, Malka? Los! Roll dich! Ah! Fuck, der Gang ist keine gute Stelle, um zu kämpfen. Malka, los! Oh, fuck. 300 Damage macht die Kugel? Oh mein Gott! Malka, lauf! Zurück, Malka! Oh mein Gott, wir müssen hier raus. Wo war der Ausgang? Das ist ein bisschen zu... Nein, ein bisschen zu hoch gelevelt. Bitte nicht, ich will nicht wieder sterben. Warte. Okay. Jesus Gott. Okay, da müssen wir ein bisschen Respekt zollen. Das ist noch ein bisschen zu krass hier. Und dann möchte ich jetzt ein paar Füchse schlachten gehen. Lass mich gerade mal kurz gucken. Ich will nämlich reiten können. Und dann gucken wir, wo gibt's die her? Bumm. Und da sehe ich hier rechts oben eine Insel. Das ist voll mit denen. Oh, da. Ja. Aber nur einer. Aber ja. Oh ja, hier sind so ein bisschen größere Flächen. 280 Damage. Malka, beruhig dich. Einmal Leder, einmal Feuerdrüse, okay. Ich glaube, wir haben 3 Feuerdrüsen und 5 Leder gebraucht oder umgekehrt. Das heißt, wenn ich von beidem 5 sammle, dann sollten wir auf jeden Fall genug haben. Ich meine, wir haben noch 2 Leder im Lager. Ein Rushor, oh Gott. Ich wette mit dir, der stimmt mich gleich an. Oh ja, er nimmt Anlauf. Ja, da ist es, da hatte ich mir schon. Oh, Wölfe, oh, die sehen ja cool aus. Gut, bumm. Die Wölfe fressen das Schwein. Ist ja witzig. Hey, Jungs. Malka, nein. Ah. Malka, du bist einfach zu krass. Verstehst du? Warte, ich lass mal Malka ein bisschen machen. Nein, Malka. Oh mein Gott, Malka. Du bist einfach zu heftig, weißt du? Weißt du was? Malka, komm jetzt schon. Komm jetzt schon zurück, Malka. Und dann vorsichtig jetzt. Sage mal! Was macht der? Komm zurück, Malka! Komm zurück, Malka! Nein! Ja. Oh. Danke, Malka. Fucking Christ, ey! Halber Herzinfarkt hier heilen. So, Malka gebe ich mal einen... Ich wollte gerade sagen, Malka gönne ich gerade schön einen der guten Kebabspieße. Und ich glaube, ich habe gerade seine Mutter an ihn verfüttert. Das waren ja Lammball-Kebabspieße. Ah, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, mein Freund. Das kann jedem mal passieren. Nimm's mir nicht übel. Das hat gut geschmeckt, oder? Es war doch lecker. Okay. Lass uns lieber schnell... Möchtest du irgendjemanden töten hier? Malka, komm. Ich glaube, ich brauche noch einen Fuchs. Wir haben jetzt auf jeden Fall, wir haben 12 Leder. Ich glaube, die Wölfe und die Schweine haben auch Leder gedroppt. Feuerdrüse, ich bin mir nicht sicher, ob ich 3 oder 5 Feuerdrüsen gebraucht habe. Oh, da! Yes, okay. Ich meine, das ist jetzt nur einer, aber vielleicht droppt der 2 mit ein bisschen Glück. Aber, Malka, oh, Feuerdrüse mal 2! Yes. Liegt auf meinem Crafting-Tisch eine Pumpgun? Sehe ich gerade so? What the fuck? Da liegt eine Schrotflinte einfach drauf. Okay, I guess. Warte, was?
Partnerfähigkeit kann auf Befehl als Flammenwerfer ausgerüstet werden. Moment. Jo! Ja, komm mal ran auf den Meter hier! Woo! Wir müssen jetzt gucken, wie gut der Flammen... Oh Gott, die laufen schon alle weg von mir. Ich glaube, wir müssen in einen höherleveligen Bereich reingehen. Komm mal ran. Oh mein Gott! Was für eine Range das hat! Oh mein Gott, Alter! Woo! Fuck you! Ey, ich farme die ja richtig. Holy shit. Alter, wie viel Level gibt's hier? Komm mal runter. Sturmgewehrmunition. Oh mein Gott. Einfach. Einfach eine M16 oder whatever. Gibt's auch ein. Oh, ein Schwert. So weit unten ein Schwert. Damn. Paluminiumrüstung. Oh, damn. Große Stehlampe. Jo, Bazooka. Wenn man ein weit entferntes Ziel und alles drumrum ganz besonders übel zurichten möchte. Panzerfaustmunition. Bitte was? Stationärer Raketenwerfer? Oh mein Gott. Was ist dieses Spiel? Jo, setze einen Pal, der Handwerk beherrscht, an den Raketenwerfer, um dein Lager zu verteidigen. Oh mein Gott, ich kann einen kleinen Hasen einfach an einen Raketenwerfer setzen, um mein Lager zu verteidigen. Was geht ab, Mann? Okay, alles klar. Was ist los mit diesem Spiel, Mann? Jesus Gott, so süße Häschen am Raketenwerfer. Einfach komplett alles am Zerlegen, was sich dem Lager nähert. Jo, stationäres Maschinengewehr gibt's auch. Und dann kann ich euch alle mit so Rambo-Helmen einfach an... Oh, und da ist meine Schrotflinte, die ich craften kann. Oh mein Gott, was ist da los? Was ist los mit diesem Ding? Stationäre Raketen. Oh, eine WC. Okay, alles klar. Dieses Spiel ist einfach nur gottlos. Ja, aber ich... Mein Gott, ey. Ich kann meine Sklaven an Raketenwerfer setzen, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das eine gute Entscheidung ist, ihnen so viel Macht zu geben. Weil dann muss ich sie ja gut behandeln. Am Ende zerlegen sie mich noch. So, oh mein Gott, ich kann reiten. Wo bist du? Bumm. Oh, geil, Alter. Geil. Komm mal ran. Ja! Oh, das ist richtig schnell. Alter, geil. Ah, ja. Oh, warte. Ich kann angreifen, während ich reite? Oh, Gott. Der Alpha-Zahn. Was ist Alpha-Zahn für ein Angriff? Komm mal her. Oh, ich kann die gleichen Attacken machen, die das Viech auch konnte. Geil. Einfach... Ich bin nur ein bisschen zu dumm. Einfach Mounted Combat. Mein Gott! Ge-one-hitted, Bitch. Bumm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann looten, während ich reite. Ach, zum Glück, ey. Quality of Life, Mann. War total überrascht seit gestern, wie die Spielerzahlen von dem Game von 10.000 auf 50.000 auf 500.000 gewachsen ist. Yeses Gott. Deswegen wollte ich es jetzt unbedingt mal ausprobieren. Was ist hier der Hype? Und ich kann es absolut verstehen, weil es ist halt... Ey, du hast so viele lustige Elemente, wie ich muss es immer wieder sagen, wie bei ein Cult of the Lamb-like vom Vibe her einfach. Du kannst mit deinen süßen Begleitern rumlaufen, aber du kannst sie auch gleichzeitig entsaften und schlachten, als Flammenwerfer benutzen, darauf reiten. Super kreativ, halbes Strategie-Game, du kannst die optimieren, du kannst min-maxen mit denen hier. Crazy. Ich habe auf jeden Fall Bock, das weiterzumachen. Also Leute, war geil, hat sehr Bock gemacht.